Langsam ist es wieder soweit, das Wetter in Deutschland wird besser, die Temperaturen klettern und die Leichtathletik-Saison kommt immer besser ins Rollen. Passend dazu lud der SC Tegeler Forst zum alljährlichen Mehrkampftag im Stadion an der Finsterwalder Straße ein und versuchte durch erstes Ansporteln im Freien die Athleten wieder in Wettkampfform zu bringen. Das heißt, alle Athleten steigen in die Saison ein. Also man erlebt sehr viel unterschiedliche Wettkämpfe. Mit Hürden, mit Latte, mit Messen, mit Knetbalken, wo man nicht übertreten darf. Also schon so, wie es dann bei Olympischen Spielen auch im Fernsehen stattfindet. Und da wird man in Zukunft wahrscheinlich auch immer mehr auf dieses Gesicht stoßen. Stefan Hartmann ist das Top-Talent der LG Nord. Der 21 Jahre alte Weitspringer arbeitet momentan zusammen mit seiner Trainerin Nadine Großkopf am perfekten Sprung und hat das Ziel Rio 2016 fest vor Augen. Der alljährliche Mehrkampftag für ihn aber eher ein erster Formcheck. Sprungtechnisch waren sie ganz okay. Ich hatte jetzt vier ungültige Sprünge dabei. Das war jetzt zwar nicht ganz so toll, aber vom Springen her war es in Ordnung und das war halt das Wichtigste an dem Wettkampf für mich. Doch allein um reine Leistungen geht es nicht. Beim Mehrkampftag sollen auch die jungen Athleten spielerisch an den Wettkampf herangeführt und für den Verein begeistert werden. Da wundert es auch nicht, wenn Vorzeigeathleten selbst Hand anlegen und für optimale Bedingungen sorgen. Höhepunkt des Tages sicherlich die 4x400 Meter Staffeln. In einem spannenden Rennen sicherten sich am Ende alle Teilnehmer einen Startplatz bei den deutschen U20 Jugendmeisterschaften, wobei die Ladies des SCC 3 Minuten 53,13 Sekunden den stärksten Eindruck machten. Ich würde sagen, es lief relativ gut. Also wir haben halt die Norm erreicht und es war jetzt für den Testlauf an sich schon eigentlich eine sehr gute Leistung. Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Weiter ging es dann mit dem nächsten Staffellauf. Auch hier gewann die Mannschaft des SCC, doch mit Platz 3 sicherten sich die Jungs in Rot von der LG Nord, ähnlich wie die Damen zuvor, das Ticket für die deutsche U20-Meisterschaft. Ist erstmal gut gelaufen, wir haben das Ziel erreicht, wir sollten die Norm laufen und die ist erreicht. Auch wenn wir ein paar Wechsel vielleicht, der letzte Wechsel, wie man gesehen hat, ausbaufähig sind, aber wie gesagt, Norm sind wir drin. Alles in allem bot der SC Tegeler Forst auch in diesem Jahr einen gelungenen Start in die Saison und hat das nächste große Event schon fest vor Augen. Am 12. Juni startet nämlich der 14. Berliner Firmenlauf. Alle Infos dazu findet ihr unter der folgenden Adresse und natürlich bei uns auf hauptstadtsport.tv.